Entzündungshemmendes Getränk mit Kurkuma, Pfeffer und Honig. Nach gesicherten wissenschaftlichen Studienergebnissen ist Kurkuma geeignet, um Entzündungen einzudämmen, weswegen die gelbe Wurzel gerne bei Arthrose eingesetzt wird. Um von ihren Eigenschaften zu profitieren, kannst du damit Gerichte würzen oder ein leckeres Getränk herstellen. Wir stellen dir die einzelnen Zutaten des Getränkes zunächst einmal vor. Kurkuma und Pfeffer immer zusammen. Kurkuma wird auch Gelbwurzel oder fälschlicherweise Safranwurzel genannt. Du bekommst es meist gemahlen als exotisches Gewürz, in den meisten Bioläden aber auch als frische Wurzel. Kurkuma färbt Speisen intensiv gelb und ist dabei wesentlich billiger als Safran. Der Geschmack ist mild würzig, weswegen du ihn gegen Gelenkbeschwerden gerne großzügig zum Würzen benutzen kannst. Die entzündungshemmende Wirkung des in Kurkuma enthaltenen Wirkstoffs Kurkumin bei Kniearthritis wurde sogar durch Studien bestätigt. Die Wirkung von Kurkuma ist besser, wenn du davon größere Mengen konsumierst. Eine feine Prise über dein Gemüse gestreut hilft wenig. In Studien konnte auch gezeigt werden, dass das im Pfeffer enthaltene Piperin die Bioverfügbarkeit von Wirkstoff Kurkumin aus Kurkuma um ein Vielfaches steigern lässt. Möchtest du also von den gesundheitlichen Vorzügen von Kurkuma profitieren, so achte darauf, die gelbe Wurzel immer mit einer Prise Pfeffer zu kombinieren. Egal, ob du damit Gemüse würzt oder ein Getränk zubereitest. Honig. Das leckere Produkt der fleißigen Bienen gilt in der Naturheilkunde als Allerheilmittel. Tatsächlich ist es erwiesen, dass Honig bei entzündlichen Hauterkrankungen hilft, da die süße Klebe antibakteriell wie ein sanftes Antibiotikum wirkt. Auch bei Verletzungen dient Honig dazu, diese schneller abheilen zu lassen, so dass sogar einige Hautcremes auf dem Markt sind, die sich diese Eigenschaft zu nutzen machen. Ingwer. Ein Bestandteil des Ingwers hemmt ein Enzym, das bei Schmerzen im Körper aktiv wird. Ist dieses Enzym gehemmt, sind die Schmerzen abgemildert. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Schmerztablette, nur etwas magenschonender und natürlicher. Die Bestandteile des Ingwers wirken besonders gut gegen Muskelschmerzen, aber auch bei leichten Kopfschmerzen und Rheuma, da Ingwer auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. In Kombination mit der schmerzstillenden Wirkung wird Ingwer besonders gerne in der Therapie von Rheuma und Arthritis eingesetzt, dadurch Ingwer Schmerzen verringert und Entzündungen gehemmt werden. Zimt. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Sorten Zimt, die im Handel als Gewürz angeboten werden. Der klassische Ceylon-Zimt wächst in Burma, Bangladesch oder Sri Lanka und hat ein feineres, edleres Aroma. Schärfer und billiger würzt der Cassia-Zimt, der in großen Mengen aus China kommt. Den Unterschied erkennst du auch an den Röchen, die aus der Rinde geformt werden. Cassia-Zimt wird in dickere Rindenscheiben geschnitten, bevor er zu Rollen geformt wird. Je dünner und feinblättriger, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Ceylon-Zimt handelt.
Grundsätzlich solltest du zum Verzehr Zylon-Zimt verwenden und nur zu Dekorationszwecken und zur Beduftung den Cassia-Zimt wählen. Letzterer enthält nämlich erhebliche Mengen an Kumarin, welches giftig ist. Die Stiftung Warentest warnte nach einem Test vor vielen Zimtstönnen und anderem Weihnachtsgebäck, das mit dem billigeren Cassia-Zimt gewürzt, bis zu 37x höhere Kumarin-Werte als erlaubt enthielt. Achte also unbedingt darauf, welchen Zimt du zum Verzehr kaufst. Golden Latte. Dieses Getränk eignet sich gut, um mit wenigen Schlucken gleich eine relativ große Menge Kurkuma aufzunehmen. Statt Kuhmilch kannst du auch pflanzliche Milch, zum Beispiel Mandelmilch, verwenden. Du brauchst 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel Honig, Ingwer nach Geschmack, 1 Prise Zimt, 1 Prise Pfeffer, 250 ml Milch. Löse das Kurkuma-Pulver vorsichtig in etwas Milch auf und rühre die anderen Zutaten außer dem Honig mit dem Rest der Milch unter. Erhitze dann die Mischung und koche sie kurz auf. Das ist wichtig, um das Getränk sämig und cremig zu machen. Nach dem Aufkochen etwas abkühlen lassen und mit Honig süßen. Mit gelegentlichem Umrühren genießen. Je nachdem, wie viel Ingwer du verwendet hast, wärmt die Schärfe des Ingwers zusätzlich. Es wird sich immer etwas Bodensatz bilden, wenn du vor dem Trinken nicht umrührst. Es ist wichtig, dass du den Bodensatz mittrinkst, um von den Vorzügen zu profitieren. Gewürztee. Magst du weder Milch noch pflanzliche Alternativen, so kannst du aus den Zutaten auch einen Tee herstellen. Verwende die gleichen Mengen wie im Rezept für die Golden Latte, jedoch übergieße die Zutaten nur in einer Tasse mit Wasser. Bei Tee ist ja nicht erwünscht, dass er cremig und sämig wird. Auch hier ist jedoch wichtig, den Bodensatz mit zu verzehren.